Hier ist wieder Everplay. In diesem Video zeige ich euch eine neue Location für einen Mega Jump. Der Glitch befindet sich beim Tattoo-Laden, da wo der Walk of Fame ist. Ich erkläre euch erstmal, was der Jumper machen muss. Er muss mit irgendeinem Auto schräg gegen die Tür fahren, am besten langsam. Wie ihr seht, werdet ihr jetzt in die Luft katapultiert, aber Vorsicht, ich würde es nicht mit eurem eigenen Fahrzeug machen, weil jedes Mal das Auto sofort kaputt geht. Euer Partner muss nur eins machen, er muss in den Tattoo-Laden reingehen und sich an den Türrahmen lehnen mit dem Kopf zur linken Seite. Wie die meisten von euch wissen, gibt es auch einen anderen Glitch, der sich in der Nähe vom Eclipse Tower befindet. Der ist aber meiner Meinung nach nicht besser, da er nicht so gut funktioniert, beziehungsweise nicht so oft. Aber macht euch am besten einen selber Kopf darüber, probiert beide aus und schreibt doch in die Kommentare, welchen ihr besser findet. Wenn ihr gut findet, dass wir euch auch Jump-Glitches zeigen, dann wisst ihr, was ihr tun müsst. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video. Auf Wiedersehen. Give them something nasty.